ist der Künstler immer noch das Freiwild in unserer Gesellschaft. Nur 18% der in der Bundesrepublik Befragten können von ihrer Kunst leben. Ihr Durchschnittsverdienst liegt bei 16.000 Mark im Jahr. Ein gutes Drittel von ihnen hat keine Altersversicherung. Die Frage nach der Existenz ist also die gleiche geblieben. Macht man sich als Student an einer Kunstakademie Gedanken über die Problematik dieses Berufes, für den es keinen festen Ausbildungsweg gibt? Laut Künstlerreport hat nach dem Studium höchstens einer von 10 auf dem Kunstmarkt eine Chance. An den meisten Akademien geht die Zahl der Studenten zurück. Die Professoren klagen über mangelnde Begabung. Wo liegen Sinn und Aufgabe dieses Berufes? Wir besuchten in München die Malklasse von Professor K.F. Dahmen. Solange man an der Akademie ist, schiebt man immer ein Problem vor sich her und sagt, das sind noch nicht meine Probleme, denn hier bin ich ja erstmal zum Studieren. Ich habe das so und so. Wie weit er sich engagiert im Studium, ist sein Bier. Er wird es versuchen. Er kann natürlich auch während der Studiumszeit schon, wenn er clever genug ist, Kontakte anknüpfen, die den Ausstoß aus der Akademie für ihn unglaublich erleichtern. Das ist die Frage. Indem er schon Fuß hat auf ein Terrain, was die Marktlage schon stark beeinflusst. Ich meine, wir haben eine freie Marktwirtschaft. Und die freie Marktwirtschaft heißt einfach, was tut ein junger Künstler heute auf diesem freien Markt? Ist es für Sie schrecklich, dass Sie nachher sich mit einer Galerie beschäftigen müssen? Das heißt, hingehen, Arbeiten zeigen, auf das Wohlwollen dieser Leute angewiesen sind. Wohlwollen im Sinne dessen, dass sie sagen, wir wären auch bereit, von ihm eine Ausstellung zu machen. Ich meine, das sind doch nicht allzu schöne Positionen, nicht? Das müsste ja nicht sein, glaube ich. Man kann zum Beispiel sich selber eine Galerie machen. Wirklich, man kann auch sagen, okay, wir finden uns zusammen, wir mieten Räume und machen selber Galerien. Da muss ich doch ein bisschen also bei der Realität bleiben. Ja, was ist die Realität? Sie können natürlich einen Keller mieten, der also im Monat 50 Mark kostet, und können sich hinstellen, damit eine Aufsicht da ist, und können Leute empfangen, mit denen sie über ihre Bilder oder über die Exponate, die dort ausgestellt werden, sprechen. Das versinkt in einem Nullkommanichts, in eine vollkommene trostlose Lethargie. Es ist doch nicht so ungefähr, und das ist die Frage, die jetzt wieder in der Ecke da angesprochen worden ist, wie schwer es eben ein junger Künstler hat, nämlich weil die meisten Galerien erst mal dann bereit sind, jemanden auszustellen, wenn er zumindest andeutungsweise einen leisen Namen hat, dass irgendjemand sagt, ach, von dem habe ich gehört, da gibt es doch gute Bilder, die sind doch noch gar nicht so teuer, die kaufe ich jetzt. Ja, aber ist das nicht überhaupt das Problem ein ganz anderes? Also, ich möchte Gerhard Richter jetzt zitieren, der gesagt hat, nachdem die Philosophen und die Priester ausgedient haben, sind wir die Leute, die gebraucht werden, die also die Philosophen und die Priester ersetzen, dass also wir eigentlich für die Öffentlichkeit den Freiraum darstellen oder für die Öffentlichkeit einfach auch kämpfen müssen, um überhaupt in einer Gesellschaft, die eben aus einer Masse von Individuen besteht, einen Freiraum zu erkämpfen und Sachen eben nicht hinzunehmen oder Grenzen nicht zu akzeptieren, die scheinbar vorgegeben sind. Und dass man eben Kunst oder Bilder oder andere Medien, Fernsehen, Literatur und so eben nicht beschränken kann, und sagen kann, das ist Luxus, den wir uns leisten, weil wir arbeiten, sondern dass das als Notwendigkeit akzeptiert wird. Dass wir diejenigen sind, die immer wieder versuchen, diese Grenzen zu sprengen und das auszuweiten, dass die Leute die Möglichkeit haben, ihre eigene Individualität zu erfahren, auch vor einem Bild, dass der Künstler in der Gesellschaft eben dem Betrachter die Möglichkeit gibt, Freiheit zu erfahren und sich selber zu erfahren. Der freie Künstler heute ist natürlich über seine Person am klarsten, weil er da den freien Raum für sich in Beanspruch nimmt, den er natürlich bezahlen muss. Den kriegt er nicht so ohne weiteres geschenkt. Und ich glaube, kein Künstler heute würde zum Beispiel mit einem Künstler aus Moskau oder aus
sagen wir mal, aus der DDR tauschen, wo der Staat so viel Einfluss auf seine private Sphäre und auf seine künstlerische Laufbahn nimmt, die dann also letzten Endes für ihn doch in eine Unfreiheit mündet. Und das, ja, aber das ist doch bei uns auch nicht anders. Die Unfreiheit ist doch bei uns in der Art genauso da, in dem Sinn auf existenzielle Probleme rausläuft, was weiß ich, worüber wir vorhin gesprochen haben, mit ganzen Galerienzeug, dann mit der Abhängigkeit, der Verkauf, Nichtverkauf und so weiter. Und entsprechend hier im Studium ist eine große Abhängigkeit da, gehe ich nicht auf die Akademie, ist die Abhängigkeit da, dass ich halt nebenbei irgendwie auch, was weiß ich, einen Job annehmen muss, dass ich das Geld mache. Und also die Freiheit in dem Sinne ist ja bei uns auch nicht da. Keiner Selbstwerbung bedarf es mehr, wenn etwa ein Joseph Beuys eines seiner Werke an ein Museum verkauft. Für sein Environment, Zeige deine Wunde, verlangte er kürzlich 135.000 Mark und die Stadt München hat ihm trotz vieler aufgebrachter Gemüter die Summe dann auch bezahlt. Die Ankaufskommission muss schon eine Reihe handfester Argumente besitzen, um die künstlerische Bedeutung solcher Werke einleuchtend klarzulegen. So kam es auch zum Ankauf der Chiemgau-Legende, eines Großobjektes von K.F. Dahmen. Herr Dr. Zweite, wer entscheidet, was angekauft wird und nach welchen Kriterien geschieht das? Der Entscheidungsprozess bei Ankäufen ist ein sehr komplexer. Es ist zunächst einmal so, dass sich die Konservatoren des Museums in Absprache mit dem Direktor eine Meinung bilden, welche Künstler in die Sammlung aufgenommen werden sollen. Dann ist es so, dass bei größeren Objekten, die also teurer sind, auch ein politisches Gremium oder eine Ankaufskommission über die Vorschläge des Museums zu befinden hat. Hier bei diesem Stück war es etwa folgendermaßen, dass wir eine Ausstellung hier im Münchner Kunstverein von Karl-Fried Dahmen besichtigt haben und uns in der Ausstellung für dieses Objekt eine große repräsentative Arbeit entschieden haben, weil sie uns formal am überzeugendsten zu sein schien und weil sie eben auch einen bestimmten Werkaspekt von Dahmen repräsentativ dokumentierte. Man muss feststellen, dass natürlich so eine Entscheidung auch abgesichert wird durch den vorhandenen Bestand in der Sammlung. Sie sehen, dass der Dahmen in diesem Objekt alte Taue, Sägeblätter, Rohre zusammenbaut zu einem großen Tableau. Und wenn Sie sich in der Sammlung umschauen, dann sehen Sie, dass viele Künstler der Zeit der ausgehenden 60er, der frühen 70er Jahre ebenfalls mit vorgefundenen Stücken arbeiten und ihre Bildvorstellungen realisieren. Und in diesem Kontext allein wird es dann auch wichtig, eine solche Arbeit von diesem Ausmaß von Dahmen, der ja ein wichtiger Münchner Künstler und über die München hinaus ja sehr bekannter Mann ist, zu haben und anzukaufen und diesen Vorschlag der Kommission zu unterbreiten. So also sieht der Künstler den Chiemgau im Winter. Und das ist dieselbe Landschaft in ihrer sommerlichen Wirklichkeit. K.F. Dahmen, der aus dem Aachener Raum stammt, lebt seit nunmehr 13 Jahren in dieser Gegend. Die Professur an der Münchner Kunstakademie, der Verkauf seiner Bilder, Objekte und Environments, ermöglichten ihm hier den Erwerb eines Bauerngehöftes. Mit großem Aufwand hat er es völlig umgestaltet, ohne aber dabei die Einheit mit der Landschaft zu verletzen. Welchen Einfluss hat diese Bilderbuchlandschaft auf Ihre Malerei, auf Ihre Werke? Ja, diese Landschaft ist schon eine Bilderbuchlandschaft, aber sie hat auch Schattenseite, diese Landschaft. Und ich habe dann angefangen, mich mit dieser Landschaft auseinanderzusetzen, habe sie dann versucht, auf eine ganz neue Form zu bringen. Landschaft in diesem Sinne als Gegenüber, als Spiegel, als Realität ins Bild zu bringen, habe ich nicht gewollt. Ich habe nur mit der Typisierung einer Landschaft gearbeitet und auch hier sehr speziell und habe dann etwas ganz Neues gemacht. Ich würde es Ihnen am liebsten dokumentieren an ein Objekt, was damals entstanden ist und vielleicht kann ich Ihnen anhand dieses Objektes meine Situation besser erklären. Dieses Objekt, was ich hier raumausgreifend in meinem Atelier installiert habe,
ist ein typisches Produkt aus der Zeit so um 1975, die sogenannte Chiemgau-Zeit. Dieses Objekt oder dieses Environment soll darstellen eine Situation, die in erster Linie von der künstlerisch auch ästhetischen Seite dokumentiert ist, aber auf der anderen Seite auch als Denkmal gedacht. Denkmal, Denkanstöße gibt an Möglichkeiten dessen, was mit Kreaturen, vorwiegend Tieren, hier immer noch passiert, auch weltweit passiert, und dies soll zum Nachdenken Anlass geben. Dieses Monument, auch bestehend aus ziemlich verschiedenen Einzelteilen, Artefakten, Schreine, wie auch es in religiösen Situationen da ist, wo Gebeine zu sehen sind, eine Situation des grünen Chiemgaus, die Strecke, die dort hinausführen, Zerren, Strecken, galgenartige Situationen, ein alter Flug mit einer Messerscharte zum Aufreißen des Bodens, alles zusammen eine gedankliche Verbindung zu dem, was Knechtschaft, was Unterdrückung und was Härte in dieser, auch in dieser Landschaft darzustellen ist. Seine Objektkästen stehen in dem gleichen Zusammenhang. Sie wollen eine Art Spurensicherung sein. Dinge aus unserer Welt, die ihren Sinn und ihre Bedeutung verloren haben, weil sie unbrauchbar geworden sind, hat K.F. Dahmen wie ein Archäologe gesammelt und dann in einen ästhetischen Zusammenhang gebracht. Hier altes Werkzeug, Fragmente eines Fuhrwerks, Fellreste. Das alles vereint zu einer farbigen Objektkomposition. Durch Glasscheiben vom Betrachter getrennt, sollen die Relikte dann eine irreale Wirklichkeit annehmen, wie er sagt. Herr Dahmen, Sie haben in den 50er Jahren informelle Kunst, also gegenstandslose Kunst gemacht. In den 60er, 70er Jahren haben Sie Objekte in den Mittelpunkt gestellt. Wo sind Sie heute? Heute bin ich das, was ich immer war. Ich bin Maler. Ich betone Maler, weil für mich die Sache der Farbe immer noch die wichtigste Sache ist. Also ich gehöre nicht zu den dreidimensionalen Künstler, die langsam peu à peu in die Bildhauerei absiedeln, sondern ich fühle mich nach wie vor der Fläche, der Malerei und der Probleme der Farbe eng verbunden. Das ist eins meiner letzten Arbeiten hier. Wie Sie sehen, habe ich hier auch leichte Strukturen. Die Fläche wird sehr chromatisch, das heißt fast fein differenziert mit fast leichten Farbtönen. Diese Zeichen, die ich immer wieder eingesetzt habe, als Orientierungsstufen, als Hinweis oder als Informationsträger zu Möglichkeiten von landschaftlichen Bezügen, zu technischen Bezügen, zu architektonischen Bezügen, zu Bezügen dessen, was Menschen darstellen, wie sie Landschaft verändern, habe ich hier in Kürze oder in Chiffren kurz auch versucht darzustellen. In den letzten Bildern möchte ich diese Zeichen weiter zurückdrängen, sodass sie so mit der Fläche oder mit der tieferen Haut dieser Bilder integriert sind. Das Bild, die gesamte Fläche muss von innen vibrieren, atmen, es muss sich in Bewegung setzen, und dazu gehört eine unglaubliche, feine, fast hochsensible Form von Farbigkeit, von Zurücknahme, von Stufungen, von Tonstufungen und von Rapporten. Wie schrieb doch eine Kunstkritikerin, eine gewisse Karin Thomas, bei Karlfried Dahmen offenbart sich die magische Abstraktion als künstlerischer Nivellierungsvorgang der definitorischen Materialdetermination mit dem Ziel, den Stoffen ihre phänomenologisch expressive Demonstration zu ermöglichen. K.F. Dahmen formuliert das viel einfacher. Ich male keine Landschaften, ich mache sie. Das ist zunächst ein ganz handwerklicher Prozess. Zu Beginn muss erst einmal die richtige Grundlage geschaffen werden, auf der dann, was auch immer, abgebildet werden kann. Jetzt folgt die Konfrontation mit der weißen Leinwand. Für den Künstler ist es der Moment, wo er Farbe bekennen muss,
der Augenblick der Wahrheit. Picasso soll einmal gesagt haben, das Ringen um den ersten Pinselstrich vor der weißen Leinwand sei für den Maler oft ein tagelanger Kampf. Das ist ein Prozess, der im Grunde ebenso für den Schriftsteller wie auch für jeden anderen Künstler gilt. K.F. Dahmen teilt uns mit, wie er die Dinge sieht, er zeigt uns, was er daraus macht, und wir, die Betrachter, haben zu entscheiden, ob wir sie mögen oder nicht. Er schreibt in seine Linien, die für ihn zu Ackerfurchen, zu Spuren in der Landschaft werden, geheimnisvolle Zeichen, Chiffren, Runen. Es ist an uns, sie zu deuten. Leben Sie von Träumen oder kann man sagen, dass ein Künstler Träume erlebt? Wie ist das? Diese Frage ist sehr romantisch gestellt. Um Kunst zu machen, genügen Träume alleine nicht, sondern das sind ganz reale Vorstellungen, die entwickelt man aus einem Konzept und die dann in der Folge entstehen, Bilder, Plastiken, Erzeugnisse der Kunst überhaupt. Ob ich von meinen Träumen leben kann, ganz gewiss nicht. Ich kann aber von den Erzeugnissen, ich selber heute kann von den Erzeugnissen meiner Träume leben. Viele meiner Kollegen können von ihren Träumen noch nicht leben, die müssen mit ihren Träumen leben.